Nach der Corona-Großdemonstration in Berlin mit Verstößen gegen die Hygieneauflagen wird weiter über die Konsequenzen diskutiert. Der Deutsche Städtetag und der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach forderten ein hartes Vorgehen gegen Regelbrecher, etwa mit Bußgeldern. Aus Demonstrationen heraus dürften sich nicht neue Corona-Schwerpunkte entwickeln. In der Union wurde eine Wiederholung von Corona-Großdemonstrationen grundsätzlich in Frage gestellt. Demonstrationen wie in Berlin seien eine Gefahr für die Allgemeinheit. Der Städte- und Gemeindebund kritisierte das Land Berlin und dessen Vorgehen bei der Demo. Es sei unverständlich, warum Berlin nicht viel schärfere Auflagen für die Demonstration erlassen habe. Bei der Demonstration am Samstag hatten gut 20.000 Menschen ihre Kritik an der Corona-Politik zum Ausdruck gebracht. Dabei wurde der jeweilige Mindestabstand nicht eingehalten und kaum jemand trug eine Maske. Die Kundgebung wurde schließlich von der Polizei aufgelöst.